Wir sehen uns auf reitschuster.de. Heute ein Video mit gemischten Gefühlen. Ich bekomme einen Preis, aber ich darf auf der Preisverleihung nicht auftreten. Das ist etwas merkwürdig, finden Sie sicher auch. Deshalb habe ich meine Dankesrede auf Video aufgenommen und stelle sie ins Netz. Vielleicht wird sie auch gezeigt bei der Preisverleihung, auch wenn ich da meine Zweifel habe, denn dass ich nicht selber zur Preisverleihung darf, das wurde damit begründet, dass die Hygienemaßnahmen das nicht zulassen. Offenbar halten die mich für weniger hygienisch, als andere hygienisch sind. Also ich kann mir es nicht so richtig vorstellen, dass die Hygienemaßnahmen ausgerechnet den Preisträger verhindern und nicht die Zuschauer verhindern, von denen Eintritt genommen wird. Also das ist etwas merkwürdig. Aber ansonsten, also ich habe mich richtig gefreut über diesen goldenen Aluhut. Gut, das Gold, das will ich nicht für mich in Anspruch nehmen. Ich werde den spenden und das ist sicher echtes Gold, weil das können ja keine Fake News sein. Die nennen sich ja Fake News Bekämpfer. Aber schauen Sie sich meine Dankesrede an. Ich bin mir sicher, Sie werden es nicht bereuen. Und wie immer, inzwischen werde ich diese Dankesrede nicht auf YouTube online stellen, aus bekannten Gründen. Sie wissen, dass ich stelle die Dankesrede im zensurfreien Internet zur Verfügung, weil ich davon ausgehe, dass wir alle erwachsene Menschen sind und ich persönlich habe keine Lust, mich mit Zensur hier drangsalieren zu lassen. Aber nein, keine Angst, ich fange jetzt nicht wieder die Leier an. Feiern Sie mit mir, freuen Sie sich mit mir und ich bin wirklich, ich bin so stolz. Es ist ein Umfeld, der Armin Laschet war nominiert, die Tageszeitung Die Welt war nominiert, der Oscar Lafontaine war nominiert, der Fernsehsender Servus TV war nominiert und die alle haben sich schuldig gemacht der regierungskritischen Berichterstattung und ich habe den Preis bekommen, den goldenen Aluhut, also die regierungskritischste Arbeit. Und das Einzige, was ein bisschen ein Wehmutstropfen für mich war, also das muss ich ganz ehrlich sagen, es hieß dann, also dass ich also in der Bundespressekonferenz hinterfrage und der Wermutstropfen, wenn mir das für die Kollegen leid tut, weil entsteht ja fast der Eindruck, ich sei der Einzige, der da hinterfragt in der Bundespressekonferenz, würde ich das so formulieren. Also das finde ich jetzt ein bisschen unschön, aber da sind die sicher über das Ziel hinausgeschossen. Das kommt ja vor, wenn man steuerfinanziert ist, indirekt in dem Fall über die Gemeinnützigkeit, aber dann schießt man auch mal ein bisschen so übers Ziel hinaus. Aber also schauen Sie sich meine Dankesrede an. Ich verspreche Ihnen, Sie werden noch mehr lachen als jetzt hier mit mir. Man müsste es in die Serie einreihen, wenn Eigentore besonders grandios ausfallen. Das ist ja das Schöne an den Ideologen, dass sie oft sehr ungeschickt sind. Und naja, darum verstehe ich auch, dass sie mich zur Preisverleihung nicht reinlassen würden, weil der Dialog, naja, es wäre dann wahrscheinlich ein bisschen... Es könnte ja sein, dass das intellektuell dann eine Auseinandersetzung wäre mit denjenigen, wo keine Waffengleichheit besteht. Könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht. Also in diesem Sinne, rüberschalten, kleiner Link unten und schauen Sie es an. Danke, ciao. Wir sehen uns auf reitschuster.de.